Ja, so Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuigkeiten. Ich weiß, es gab es relativ lange nicht mehr auf meinem Kanal, aber ich habe mir überlegt, dass ich das mal wieder so teilweise ins Leben rufen werde, damit ich euch einfach so ein paar Infos geben kann, was gerade hier so abgeht. Und natürlich bedanke ich mich als erstes mal ganz, ganz recht herzlich bei denen, die mir was zugeschickt haben von meiner Amazon-Wunschliste. Ah, links. Leider sind bei vielen Paketen keine Namen mehr drin, denn ich bedanke mich echt ganz gerne immer bei den Leuten mit Namen, aber bei den Handschuhen, das sind Schweißerhandschuhe, da war kein Name dabei. Hier bei der Farbrolle, da war kein Name dabei. Aber ein Name war bei den Stiften dabei. Ich wollte noch mal mehr Zeichnungen mit Stiften machen, also vielen lieben Dank, Peter. Und dann habe ich hier noch was ganz Cooles, das habe ich für einen Bus. Danke dafür. Das ist im Prinzip ein Schloss. Das könnt ihr an eurem Bus dranhängen, wenn ihr zum Beispiel ins Meer schwimmen geht. Dann könnt ihr dort den Schlüssel reinmachen und könnt es einfach an die Abschleppkupplung von eurem Auto dranhängen. Und dann kann es keiner klauen. So. So zu. Und dann ist euer Schlüssel da drin. Ja, dann geht ganz recht herzlich an den David. David, vielen Dank. Ich war ja im Januar noch auf dem Seminar. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die werden es auch bestimmt mitbekommen haben. Und eigentlich ging alles schief, was schief gehen konnte. Da hat es im Januar angefangen zu schneien und an dem Tag musste ich natürlich nach Berlin. Und ja, was soll ich sagen, der Flug kam, glaube ich, 2-3 Stunden zu spät. Normal wären wir schon längst in Berlin angekommen, aber das Flugzeug ist kaputt. Deswegen bin ich immer noch hier in Saarbrücken am Flughafen. Ich bin mal gespannt, ob ich heute überhaupt noch fliege. Dann haben wir am Flugzeug gesessen, haben auf der Startbahn gestanden und dann kam irgendwann die Meldung, okay, das Enteisungssystem ist kaputt, wir müssen jetzt wieder an den Hafen fahren und ihr müsst alle nochmal aussteigen. Dann war auch schon kurz die Rede davon, dass wirklich alles abgesagt wird. Zum Glück bin ich dann doch noch irgendwie nach Berlin gekommen und habe einfach richtig viel gelernt. Was mir auf dem Seminar richtig gut gefallen hat, war, dass dann ein Speaker ein paar Programme gezeigt hat. Die waren auch alle kostenlos und die erleichtern euch einfach so ein bisschen das Leben und das werde ich heute auch machen. Ich zeige euch heute mal eine App, mit der könnt ihr speziell, wenn ihr mit Leuten zusammen was baut, das ist eigentlich so die App für Handwerker, mit der App könnt ihr dann einfach euch so untereinander austauschen, aber die kann auch ein bisschen mehr, das zeige ich euch jetzt kurz. Die App, um die es heute gehen wird, ist MyCraftNote. Das ist eine App für Handwerker. Damit könnt ihr einfach Aufgaben gut strukturieren. Wenn ihr zum Beispiel eine Dachterrasse habt, die ihr dann bauen müsst und habt noch einen Angestellten, dann könnt ihr das einfach in der App, in dem Programm am PC eintragen, könnt die ganzen Informationen hinterlegen, wie Anschrift, wie Arbeiten, die erledigt werden müssen und viele coole weitere Gadgets, die zeige ich euch gleich kurz. Und könnt das dann einfach vor Ort auf der Baustelle mit dem Handy aktualisieren oder einstellen oder generell eintippen oder zuvor an eurem PC einstellen. Aber ihr könnt auch übrigens noch ein bisschen mehr damit machen, deswegen benutze ich die auch jetzt ganz gerne. Angenommen, ich habe nämlich mit meinem Videocutter zusammen einen Filmdreh, dann kann ich einfach vor Ort am PC die ganzen Infos reinschreiben, kann reinschreiben, wo das ist, kann reinschreiben, was es überhaupt ist. Wenn wir zum Beispiel irgendein Sägewerk als Beispiel mal besichtigen, dann kann ich reinschreiben, okay, Sägewerk, Besichtigung. Und kann dann auch einfach über dieses Programm alles abwickeln. Und jetzt mal so ein bisschen zu den Funktionen. Also als erstes müssen wir ein neues Projekt erstellen, da gehen wir auf Plus und neues Projekt hinzufügen. Da können wir erstmal einen Projektname eingeben. Wir bauen mal eine Küche. Ihr könnt jetzt hier Mitglieder hinzufügen. Das sind zu einem sind das dann die internen, das sind eure Angestellten. Oder auch einfach die externen. Das ist dann vielleicht auch eine andere Firma. Die könnt ihr dann auch mit hier mit einbeziehen. Jetzt brauchen wir natürlich einen Ort, wo das Ganze stattfinden soll. Ihr könnt die genaue Adresse reintippen. Aber was mir noch besser gefällt, ist die Kartenfunktion. Da könnt ihr einfach den Ort mit eurer Karte rüberschieben, wo es hin muss. Das ist ganz gut, denn ich habe selber, als ich früher mal auf dem Bau gearbeitet habe, musste ich an einer Stelle arbeiten, aber die Anschrift, wo ich bekommen habe, war nicht genau dort, wo das Ganze stattfindet. Gartenlandschaftsbauer kennen das bestimmt. Ihr müsst ein Waldstück klein machen und das Waldstück ist dann an dieser Straße, wo das normalerweise stattfinden würde, noch ein paar Meter im Wald. Dafür ist dann das hier noch ganz praktisch. Dann könnt ihr die ganzen Aufträge, wenn es mehr bei euch werden, könnt ihr auch so ein bisschen mit Farben kennzeichnen und klar, rote Aufträge sind vielleicht ganz wichtig, da müsst ihr wegen irgendwas ganz gut aufpassen. Die Informationen findet ihr dann in den näheren Projektbeschreibungen. Und jetzt als Beispiel grüne Aufträge, das sind vielleicht Kunden, die ihr schon mal hattet und ganz umgänglich sind. Viele von euch kennen bestimmt das, was ich gerade sage. Und mit denen ist das halt einfach ganz easy. So könnt ihr euch das aber selbst dann unterteilen. Ihr könnt noch weitere Ansprechpartner hinzufügen, das ist auch ganz cool, falls es da auch noch eine Zwischenfrage gibt.
Und vor allem könnt ihr eine Rechnungsadresse angeben. Manchmal ist ja die Adresse dort, wo ihr arbeitet, nicht gleich Rechnungsadresse. Und dann habt ihr das hier auch einmal zusammen und könnt die Rechnungsadresse eingeben und könnt das Ganze bestätigen. Ihr könnt dort WhatsApp-ähnliche Nachrichten schicken. Also in dem Programm habt ihr im Prinzip WhatsApp. Dann habt ihr aber zu jedem Programm dann diesen Chatverlauf und müsst dann nicht in einem Chatverlauf nach mehreren Dingen suchen. Das habe ich mit Marius schon öfters. Da haben wir manchmal Problem, dass man dann irgendwo eine Info gesucht hat. Und hier habt ihr dann einfach die Info zu dem Projekt. Ihr könnt auch Fotos machen. Kurz. Und in dem Bild, das ist auch ganz cool, könnt ihr dann zum Beispiel noch was reinmalen. Aber ich bin echt nicht der Kreativste. Aber dort könnt ihr auch zum Beispiel Messungen reinschreiben oder wenn ihr ein Paket bekommen habt, wo was abgebrochen ist, könnt ihr ein Foto von machen, ein Kringel drum, hier die Ecke ist abgebrochen. Das vereinfacht das Ganze. Ihr könnt PDF scannen, ihr könnt die Aufgaben verteilen, ihr könnt Aufgaben hinzufügen, die vielleicht noch zusätzlich hinzukamen. Dann habt ihr einfach hier auch nochmal einen kleinen Überblick. Und das Beste am Schluss natürlich, die App ist kostenlos. Und vielleicht kann ja jemand von euch damit was anfangen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe euch das Ganze unten verlinkt. Ich werde das jetzt in Zukunft so ein bisschen benutzen, wenn ich mit meinem lieben Videocutter mal wieder unterwegs bin. Und wir nicht genau wissen, wo dann der Dreh stattfinden soll. Aber generell ist das hier sehr, sehr gut für Handwerker. Ihr könnt halt eure ganzen Arbeiten listen. Und weitere Informationen findet ihr dann auch unten im Link. Da sind ganz, ganz viele Informationsvideos, wie man das Ganze benutzt. Aber auch generell ist die sehr umgänglich gemacht, ist alles ganz einfach. Dann habe ich vor Ewigkeiten auf Instagram schon relativ viel über dieses Teil da oben gepostet. Und zwar ist es meine eigene Schlitz- und Zapfenvorrichtung. Davon wird es auch Pläne geben. Das Video sollte diese Woche oder nächste Woche kommen. Die Pläne sollten dann auch komplett fertig sein. Und alles weitere seht ihr dann in dem Video. Damit könnt ihr auf jeden Fall Schlitz- und Zapfenvorrichtungen ganz easy daheim herstellen. Bin ich mega happy mit geworden. Und das sollen auch von euch ein paar Leute nützlich finden können. Jetzt habe ich mir schon ein Skript geschrieben, jetzt habe ich aber euch gar nicht erklärt, warum so lange keine Neuigkeiten kamen. Dann erkläre ich euch das jetzt mal schnell. Und zwar kamen jetzt relativ lange keine Neuigkeiten mehr. Und das lag einfach daran, dass ich in der Zeit, wo noch Neuigkeiten kamen, irgendwie nicht mehr so viel Wert auf die Videos gelegen habe. Und mehr Zeit für die Neuigkeiten verbracht habe und das wollte ich so nicht stehen lassen, deswegen habe ich die Neuigkeiten einfach komplett mal gecancelt. Es tut mir auch leid, manche haben mir geschrieben, dass sie das Format echt gerne geschaut haben und sorry für die Leute, denen es halt in dem Video dann nicht mehr richtig erklärt habe, dann erkläre ich es halt gerade jetzt. Aber ich wollte halt mehr Wert auf den Content hier setzen, auf die Projekte, die ich hier baue und ich denke, das hat funktioniert. Mir haben auch viele geschrieben, ja, der Content ist besser geworden, die Qualität ist noch besser geworden, das liegt auch an den lieben Marius da hinten, der die Videos schneidet. Wir machen das Ganze zusammen. Und was meine ich mit besserem Content? Ich wollte mal was richtig Ausgefallenes für mich bauen. Das habe ich auf YouTube auch noch gar nicht oft gesehen. Das ist hier mein Kantenschleifer. Den habe ich dann auch in der Zeit selbst gebaut. Der läuft echt richtig gut. Ich kann ja mal kurz starten. Pass auf, Vorführeffekt. Wie gesagt, für die Leute, die das Projekt nicht mitverfolgt haben, das ist ein Kantenschleifer, im Prinzip ein Bandschleifer, auf die Seite gedreht. War für mich richtig viel Hirnzermürben, sagt man das so? Und ist halt komplett aus Holz gebaut. Und dann habe ich hier noch einen Tellerschleifer gebaut. Und das war auch für mich einfach mal wieder so eine Probe, um zu schauen, wenn ich mir richtig was vornehme, ob ich das dann noch hinbekomme. Und die Videos habe ich euch entweder oben oder unten verlinkt oder schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Außerdem habe ich auch noch einen Frästisch gebaut. Pläne gibt es immer noch nicht von dem. Ich weiß auch nicht, ob ich von den Plänen anbieten werde. Ich habe mir überlegt, ich werde noch eine Zeit lang benutzen, um zu schauen, ob da alles soweit funktioniert. Und funktioniert eigentlich alles soweit ganz gut, bis auf die Fräse. Die hat, glaube ich, einen leichten Schaden, wenn man die einschaltet. Da hat man hier so ein leichtes Kräuseln. Ich bin mir nicht sicher, ob es an der Motorspannung liegt. Wer weiß, aber funktioniert alles soweit und ich habe mein Ziel damit erreicht, mal eine Maschine zu bauen, die ein bisschen aufwendiger ist. Und jetzt folgen auch noch mehr coole weitere Projekte. Also wie wird es hier weitergehen? Es wird jetzt in Zukunft doch noch manchmal Neuigkeiten geben, weil es mir auch einfach Spaß macht, mich mit euch austauschen zu können. Und es gibt viele Informationen, die kann man dann in den Projekten nicht so gut erklären und deswegen sind halt die Neuigkeiten da. Ich will es nicht mehr regelmäßig machen, wenn ich Lust auf Neuigkeiten habe und ich auch was habe, was ich euch zeigen kann und das ist in dieser Episode auf jeden Fall der Fall, dann wird es Neuigkeiten geben, wenn nicht, dann halt nicht. Ich will mich auch so ein bisschen freimachen von dem Wöchentlichen, von der Uhrzeit, werdet ihr dann eh alles hier auf dem Kanal sehen.
Also für die Leute, die dran geblieben sind, vielen, vielen Dank und Entschuldigung an die Leute, die, denen ich keine Info gegeben habe, dass es keine Neuigkeiten mehr gibt. Es gibt ja wieder jetzt Neuigkeiten. Dann habe ich vor, ich glaube, es ist ein bisschen länger her, dann habe ich eine Mail bekommen, da wurde ich gefragt, ob ich ein Paket annehme. Da habe ich ja gesagt und vor etwas längerer Zeit ist das Paket schon bei mir angekommen und das kommt vom lieben Pucki. Der hat mir ein paar selbstgedruckte Radienlehren zugeschickt. Damit könnt ihr auf der Oberfräse, könnt ihr dann Radien anfräsen. Aber nicht nur das, ich habe auch noch einen schönen Film bekommen und den seht ihr jetzt. Ich begrüße dich hier in meiner Bastelbox. Hallo Philipp. Das ist meine Drechselecke, meine Drechselbank. Also ich bin ultra zufrieden mit der Drechselbank. Vielleicht magst du ja mir noch ein paar Tipps geben, was du meinst, was ich unbedingt machen sollte, was ich mir unbedingt für Schablonen machen sollte. Ich habe auch öfters gesehen, wenn so Schüsseln gedrechselt werden, dann kommen hinten so Aufsätze drauf. Macht man die selber oder kann man die irgendwo kaufen? Vielleicht kannst du mir da ein paar Tipps geben. Erstmal, Pucki, vielen lieben Dank, dass du dir die Arbeit gemacht hast, mir das zu schicken. Ist echt unglaublich lieb und das freut mich echt mega, mega sehr. Du hattest im Video, ich habe das aufgeschrieben, du hattest eine Frage zum Drechseln. Da gehen wir erstmal zu meinem Drechselplatz und dann kann ich dir vielleicht die Frage gerade jetzt hier erklären. Meine Drechselecke sieht ein bisschen anders aus als deine. Hier ist ein komisches Teil drauf und hier hängen ganz viele Eisen, aber im Prinzip ist das genau, wirklich genau das gleiche wie bei dir. Nur, dass das hier ein bisschen extravaganter vielleicht ist. Ich habe ein größeres Spannfutter drauf, das ist aber auch noch relativ neu. Und die vielen Drechseleisen hier, die bedeuten eigentlich gar nichts. Die können so an der Masse genau das, was du auch an deiner Werkstatt hängen hast. Also eigentlich ist das hier auch eine relativ simple Drechselecke, da steht noch eine Bandsäge. Aber ansonsten war es das dann auch schon. Du hattest eine Frage hier für die Pinole, was man dort für Aufsätze drauf machen kann. Die sind dafür da, wenn du später eine Schale zum Beispiel fertig drechselst und du die nur mit Druck hier gegen dein Spannfutter drückst. Die sind dafür da, dass du halt diese Spannung erzeugen kannst und halt den Boden nicht zerdrückst. Da kannst du aus Hartholz dir einfach einen Aufsatz drechseln. Der muss dann hier drauf passen, beziehungsweise hier drauf, dass er sich ganz lose dort drehen kann. Und dann vielleicht auch noch ein Stück Leder dran und dann kannst du das Teil auch schon selbst herstellen. Also kannst du selbst herstellen und genau. Das Einzige, was hier in meiner Drechselecke vielleicht noch anders ist, das ist hier dieses Teil, das ist eine Schalenaustrichvorrichtung. Was ich damit gemacht habe, seht ihr aber gleich. Damit könnt ihr einfach aus einer großen Holzschale in das Ganze ausstechen, habt noch eine kleinere Holzschale. Ist ganz praktisch. Der Pucki hat mir das Ganze per SD-Karte zugeschickt und bitte an andere Leute, macht das nicht. Wenn ihr mir irgendwie ein Video zukommen lassen möchtet, lädt das einfach auf YouTube hoch und stellt es als nicht gelistet ein und schickt mir eine Mail. Ich habe mal einen Pucki angeschaut und habe gedacht, da kann auf jeden Fall kein Virus drauf sein. Aber für alle Leute, die vielleicht sowas auch machen wollten, bitte schickt mir keine SD-Karte, die werde ich da noch nicht mehr in meinen PC stopfen. Danke. Und das Beste natürlich am Schluss, checkt mal auf jeden Fall einen Pucki seinen Kanal aus. Danke nochmal Pucki, es hat mich echt sehr gefreut. Der Emma ist immer nur noch träge. Also, das hier ist mein Bus, ihr seht, er ist derzeit leer. Letzte Woche waren noch die ganzen Möbel drinnen, die werde ich euch gleich zeigen, aber nur mal was Allgemeines, was ich derzeit so ein bisschen am Abändern bin. Ihr seht, ich habe einen neuen Boden drin. Das war auch so einer von den ersten Arbeiten, den ich durchgeführt habe. Ich kann gar nicht mehr Deutsch sprechen. Dann habe ich auch eine neue Deckenverkleidung drin und eine neue Wandverkleidung und eine neue Heckverkleidung und auch eine relativ große Änderung sind hier diese beiden Platten. Ich wollte einfach einen Sichtschutz. Und Vorhänge kamen für mich nicht so in Frage, gerade für diese beiden Fenster, weil hier sowieso ein Schrank hinkommt, den seht ihr gleich noch. Und hier wollte ich einfach was Geschlossenes haben, da kann man noch was dranhängen. Das Ganze habe ich auch noch hinten dran gedämmt, das hier habe ich einfach lackiert. Die Decke habe ich noch nicht mit Finish behandelt, das kommt aber jetzt auch bald noch. Hier, ganz da unten, seht ihr ein großes Loch, das ist der Revisionsschacht, so nenne ich es ganz gern, für meinen Wassertank. Da sind hier einfach 70 Liter Wasser drin. Darüber gibt es auch ein eigenes Video. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit, darüber gibt es kein Video. Da sind hier zwei Schrauben. Das ist der Abwassertank, das ist ein KG-Rohr mit Stellmotor, 12 Volt Stellmotor. Da kann man einfach die Plörre unten rauslaufen lassen. Das ist auch noch relativ neu, werde ich euch aber dann in einem Zeigevideo, wenn das ein bisschen weiter ist, dann zeigen. Denn einiges hier habe ich nicht mehr gefilmt, weil es zu aufwendig ist. Sorry.
Nee, nicht weil es zu aufwendig ist, einfach. Es ist zu aufwendig und die meisten Arbeiten sind nur kleine Zuschnittarbeiten. Das werde ich dann eher ein bisschen zusammenfassen. Hier seht ihr ein paar Möbel von meinem Bus. Das Bett ist zum Glück schon fertig. Das ist so mit am coolsten, also die mit am coolste Neuerung. Das ist ein Rock'n'Roll-Bett, das könnt ihr als Couch benutzen und halt auch als Bett ausziehen. Das seht ihr dann aber in dem Zeigevideo. Da habt ihr auf jeden Fall auch ein richtiges Lattenrost. Das hier ist der Bettkasten. Das wird auch so ein bisschen der Technikkasten. Den habe ich diesmal auch stark minimiert. Hier kommen die zwei Batterien rein, hier kommen die Standheizung rein, der Votronic Charger. Vielen Dank nochmal Christoph, der hat mir den nämlich zugeschickt. Und ganz dort rechts kommt der 4-in-1-Inverter und oben ist ganz viel Stauraum, hinten ist ganz viel Stauraum. Hier seht ihr auch noch den Seitenschrank. Das ist im Prinzip so ein bisschen Kleiderschrank und noch generell Stauraum. Die Küche muss ich bald noch bauen, das wollte ich aber auch wieder filmen, weil es da auch wirklich mit Massivholz dann losgeht. Und das sind so die Arbeiten, die ich jetzt durchgeführt habe. Sieht nicht so viel aus, dauert höllisch lang das Ganze zu bauen, weil ich immer in die Werkstatt muss und wieder zum Auto. Deswegen habe ich mir auch bei diesen paar Stücken jetzt hier das Film erspart und ihr werdet es aber in einem Zeigevideo sehen. Dann habe ich noch was Neues. Das ist so das erste eigene Produkt. Das mache ich mit einem Kollegen zusammen. Das sind hier diese Stifte-Organizer. Die mache ich in Zusammenarbeit mit einem Freund und ihr könnt die Teile ja mal auschecken. Ich packe die euch unten in die Videobeschreibung. Wie gesagt, das ist deutsches Holz, da achten wir echt sehr drauf. Und ja, ist was Schönes für euren Schreibtisch. Wer da Interesse hat, kann mal unten den Link aus... Ich will nicht sagen auschecken. Der kann sich den Link mal anschauen. Und oh Mann. Wer Interesse hier an diesem Teil hat, kann mal auf den Link klicken und sich das Teil hier anschauen. Und wie gesagt, ich mache das mit einem Freund zusammen und da bin ich auch auf euer Feedback angewiesen, ob euch sowas gefällt. Und das Teil gibt es schon fertig im Shop. Ein paar Leute haben sich schon Finish von mir geholt. Das seht ihr es die letzte Zeit schon, habt ihr relativ oft auf meinem Instagram-Account gesehen. Das ist Finish, was ich selbst herstelle. Das ist für Lebensmittel, echte Arbeiten gedacht und auf meinem Shop ist es noch nicht. Wenn ihr aber dennoch jetzt schon was braucht, könnt ihr mir unten eine Mail schreiben. Da verkaufe ich das so ein bisschen als Vorabseller. Es ist auf jeden Fall lebensmittelechtes Finish, was speziell zum Drechseln richtig genial ist und halt auch für alles andere cool ist. Ihr seht hier ein paar Schalen und das sind auch so ein paar Arbeiten, die habe ich die letzten paar Tage durchgeführt. Das sind alles Lindenholzschalen. Die habe ich dann auch mit der Ausdrehvorrichtung ausgedreht. Ich kann euch sagen, die Ausdrehvorrichtung ist richtig gut, aber bei Linde funktioniert es nicht so gut, weil das Holz sehr weich ist. Auf jeden Fall seht ihr hier mal ein paar Späne, die das Ganze erzeugt haben. Das sind alles Drechselspäne, aber das ist nicht der gesamte Haufen. Hier seht ihr noch jede Menge Tüten Spänen. Und hier seht ihr die ganzen Holzschalen, die daraus entstanden sind. Hat richtig viel Spaß gemacht und die plane ich dann in Zukunft auch zu verkaufen, wie die Rotbuchenholzschüsseln. Die gibt es aber noch nicht, die müssen erst noch ein bisschen trocknen. Viele von euch haben mich gefragt, wo ich die Holzspäne hinmache, die Hobelspäne. Ich habe ja einen Spänebrenner gebaut, davon soll es noch Version 2.0 geben, die dann mehr Volumen aufnehmen kann. Aber diese ganzen Hobelspänen, die sind ja noch teilweise ganz nass, die kommen in einen Container. Die kann ich dort zum Glück komplett kostenlos abgeben. Denn die Leute, die die Späne benutzen, benutzen die so ein bisschen, um Farben aufzusaugen. Und dann können die einfach bei sich auf dem Lager benutzen. Ich habe die Späne weg, also habe ich hier einen wahren Glücksgriff gemacht. Ansonsten soll es das dann für heute gewesen sein. Ganz viele verschiedene Locations, Bus und Werkstatt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Und vielleicht gibt es dann in zwei oder in einer Woche oder in drei Wochen nochmal eine neue Folge, Neuigkeiten. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich sehr, sehr stark, dass du hier mit dabei warst und ich freue mich auf die zukünftige Zeit.